den würde ich sicherlich nicht nochmal so anziehen. Aber an dem Tag habe ich nämlich meinen Freund Markus kennengelernt. Hi, ich bin Stefanie Giesinger und heute gehe ich durch meine Looks für das Glamour Style Tagebuch. Wow, what a throwback. Seid ihr ready? Auf dem Foto sind Heidi Klum, Ivana und Jolina. Wir waren die Finalistinnen von Germany's Next Topmodel und ich war einfach 17. So ein Baby. Wow. Ich würde diesen Look ehrlich gesagt nicht mehr so tragen. Die Spitze unten, die reißt es raus. Ganz wild. Aber ich finde es süß und dem Alter entsprechend, ehrlich gesagt. Und es war so aufregend. Es war so eine aufregende Zeit. Es war ein Pressetag für das Finale. Das waren einfach ganz komische Zeiten, ganz ehrlich. Das war alles so surreal. So, oh mein Gott, mein Leben verändert sich komplett. Ich war eine Schülerin und habe im McCafé gearbeitet. Und dann plötzlich, von einem Tag auf den anderen, war mein Leben komplett verändert. Unglaublich. Das nächste Foto ist mit meinem Freund und das war für Sea-Watch. Da haben wir uns gemeinsam dafür eingesetzt, dass mehr Aufmerksamkeit auf die Seenotrettung kommt. Und ja, schöner Anlass. Und wenn ich hier den Look bewerten sollte, dann ist es natürlich eine 10 out of 10. Denn Mode kann so viel mehr als einfach nur schön aussehen. Es kann echt ein richtiges Statement sein. Ich habe sogar vor kurzem mein Oberteil anfertigen lassen. Da haben wir draufschreiben lassen, Solidarität mit Opfern von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch, weil es leider immer noch so ist, dass ganz viele Menschen ihre Macht ganz fies missbrauchen. Und da dachte ich, es ist wichtig, darauf die Aufmerksamkeit zu lenken und diese Plattform für das zu nutzen. Ich finde, es ist einfach, ehrlich gesagt, cool, dass man mit Mode so viel machen kann und auch politisch sein darf. Das nächste Foto ist natürlich ein richtig tolles Foto. Da waren wir in Holland am Strand mit Heinzi. Und das war Heinzis erstes Mal am Strand. Also glücklich. Das Öhrchen. Ich glaube, ich bin richtig nervig. Ich glaube, alle Menschen denken sich so, halt jetzt endlich die Klappe, du redest nur von deinem Hund. Aber ich liebe ihn. Am allerschönsten auf dem Foto, ästhetisch gesehen, finde ich ehrlich gesagt meine super fettigen Haare und diese Strähne, die da einfach raussteht. Ich meine, ich bin halt auch einfach nur ein normaler Mensch und jeder würde lügen, wenn man sagen würde, ich sehe immer perfekt aus und ich trage eigentlich nie Jogging-Sachen und bla. Ich bin zu 90% ungeschminkt unterwegs, habe einfach bequeme Sachen an, ein Hoodie und eine Sweatpant. Sweatpant? Sweatpant. Jogginghose. Das nächste Foto ist einfach yummy. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich finde es so satisfying. Ich weiß, ein Arschgeweih. Und ich glaube, alle, die zu der Zeit schon in dem Trend waren und das so miterlebt haben, in den Y2Ks, denken sich jetzt wahrscheinlich so, oh mein Gott, bitte nicht wieder das Arschgeweih zurück. Aber it's a mood, okay? I love it. Und da habe ich für Louis Vuitton geshootet. Und das finde ich einfach so einen guten Kontrast, weil Louis Vuitton ist eher klassisch und wirklich, ja, sehr gehoben. Und dann so ein Arschgeweih dazu, fanden wir einfach geil. Ich habe ganz viele kleine Tattoos. Und ich glaube, irgendwann mal ist es auch an der Zeit, dass ich größere machen lasse. Aber irgendwie, das ist immer so eine Impulsentscheidung. Ich schreibe dann immer irgendeinem Tätowierer so, ich habe jetzt eine Idee und ich will das unbedingt tätowiert haben. Und dann mache ich das am nächsten Tag. Also, bis jetzt ist noch nichts geplant, aber ich habe ganz viele kleine. Zum Beispiel das hier heißt Welt und Frieden zugleich auf Russisch. Und ich glaube, das ist mein Lieblingstattoo. Oh. Das nächste Foto ist sehr süß. Da bin ich mit meiner Mami. Und da bin ich ungefähr ein Jahr alt. Ich erinnere mich natürlich an gar nichts. Das ist so witzig. Eigentlich habe ich ja eine sehr ähnliche Frisur hier und jetzt gerade. Das ist ein Haufbann, trage ich gerade, glaube ich. Meine Mami Helena. Fashion Icon. Oh mein Gott. Also die Zeit war jetzt nicht so gut. Habe ich mich selbst gestylt auch, ja. Ganz stolz.
ich will das gar nicht zeigen, oh mein Gott. Die Schuhe, ja, also, wow. She's a fashion icon. Es passt einfach gar nicht zusammen. Ich trage einen schwarzen Satinrock mit einem Oberteil, das einfach auch ein ganz anderes Material hat, aber trotzdem auch schwarz, aber verschiedene Schwarztöne. Diese High Heels Römer-Sandalen. Nein, einfach nein. Und dann dieser blaue Ring dazu. Wow. Ignorieren wir. Den finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Da war ich auf der Paris Fashion Week mit meinem Freund Markus. Ich würde das jetzt nicht nochmal so anziehen, aber es ist auf jeden Fall besonders. Es ist so eine riesen dicke Jacke, die eigentlich auch so aussieht und sich anfühlt wie eine Bettdecke. Das Tolle da ist ja wirklich, dass wir perfekt aufeinander abgestimmt sind. Sehen ja echt aus wie ein Dream Couple. Aber wir ziehen uns ehrlich gesagt oft auch so an, dass wir zusammen passen. Selbst wenn wir einfach in ein Restaurant gehen, achten wir darauf, dass wir zusammenpassen. Ist das komisch? Ja. Wir mögen halt Mode und es macht uns total Spaß, uns anzuziehen und dann fragen wir uns gegenseitig, wie findest du das? Oh nee, irgendwie, that's a clash, let's try something else. Und es macht einfach Spaß, das zusammen zu machen und das auch zusammen zu erleben. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Look, den ich nochmal anziehen würde. War das ein Fehltritt? Nein, den würde ich sicherlich nicht nochmal so anziehen, aber es war an einem Tag, an dem sich viel verändert hat in meinem Leben. An dem Tag habe ich nämlich meinen Freund Markus kennengelernt. Das war auf der Amfa-Gala in Cannes in Frankreich. Und ich habe mich an dem Tag einfach gefühlt wie eine Prinzessin. Und ich weiß nicht, ob ich an dem Tag irgendwie besonders gerochen habe, besonders ausgesehen habe. Aber so viele Männer haben mich an dem Abend angesprochen. Also auch berühmte Männer, ohne dass das jetzt komisch klingt, so viele berühmte Männer haben mich angesprochen. Wow. Also wirklich, das war ein komischer Tag. Und auch an dem Tag habe ich Markus kennengelernt und er hat sich auch sofort in mich verliebt. Well, das hat dann wohl an dem Outfit gelegen. Nee, das war echt ein richtig magischer und schöner Abend. Der nächste Look ist ziemlich geil. Und da habe ich auch schon mal mit Markus drüber gesprochen. Eigentlich müssten wir uns das zu Hause aufhängen und unseren Kindern irgendwann mal sagen, that's Mommy and that's Daddy. Sind wir zusammen für Deutsche und Gabbana gelaufen. And that's hot. Wir sehen echt gut aus, finde ich. Und da war ich auch gerade mal 21, glaube ich. Chonsies. I like it a lot. Das nächste Foto ist auch vom Holland-Trip. Das finde ich echt, ehrlich gesagt, schön, weil, bear with me, man sieht kleine Röllchen, man sieht meine Narbe und auf Social Media ist meistens alles immer so glatt und weich gezeichnet und am besten noch bearbeitet tausendmal und schlanker gemacht. Und als Markus das Foto von mir gemacht hat, dachte ich so, ich mag das. Ich mag das, weil ich wirklich einfach auch so aussehe und deswegen habe ich das auch so gepostet. Und ich glaube, das fanden viele auch ganz cool, dass ich nicht irgendwas retuschiert habe oder ein super gepostetes Foto dann hochgeladen habe. Der nächste Look ist sehr current, ist glaube ich ein paar Wochen her, in London. Da war ich an meinem Geburtstag in London und da war ich auch ohne Make-up unterwegs, habe mir die Haare einfach irgendwie zusammengebunden und habe mir gerade bei Lazy Loaf, das ist so eine coole Londoner Brand, diesen Cardigan gekauft und dachte, den ziehe ich sofort an, der ist so farbenfroh. I need this on my birthday. Also, den Look mag ich immer noch. England ist auf jeden Fall wie eine zweite Heimat für mich. Durch Corona sind wir jetzt wirklich nach Berlin gezogen und nicht mehr am Pendeln, was ich auch so ein bisschen schade finde. Aber durch die politische Situation hat sich auch einiges in England verändert und es macht es auch einfach ein bisschen schwerer. Tatsächlich. Aber ich liebe London. Ich liebe die Menschen dort. Ich fühle mich so inspiriert. Und England ist einfach ein Land, wo ich mir auch vorstellen könnte, irgendwann mal wieder zu leben. Definitiv. Oh, das ist ja süß. Das war in Kapstadt.
eine richtig, richtig schöne Reise. Ich war da für einen Job und da sind wir auf ein Lion's Head geklettert und hatten eine richtig schöne Zeit. Und wir haben den Sonnenuntergang gesehen. Es war ein sehr magischer Moment. Wenn ich reise, ist es für mich immer wichtig, für jedes Wetter vorbereitet zu sein. Dadurch, dass ich schon so viel gereist bin, weiß ich ganz genau, man kann sich nicht auf den Wetterbericht verlassen. Und wenn da steht 30 Grad und Sonne, kann es auch einfach 10 Grad und Regen sein. Dementsprechend immer eine Jacke dabei, aber auch Hotpants und ein Pullover, aber auch ein Crop Top. Also auf alles vorbereitet sein. Liebe ich. Darf ich das Foto behalten? Ja, danke. Letztes Foto. Eigentlich ein süßer, sympathischer Moment. Auch mit Markus. Sehr viele Fashion-Momente mit Markus. Da waren wir bei der Mercedes-Benz Berlin Fashion Week zusammen und haben uns die Opening-Show angeschaut. Und da dachte ich mir so, ich ziehe mal eine Kurzhaarperücke an in Blond, um das einfach mal auszuprobieren. Im Nachhinein würde ich sagen, das war vielleicht ein Fehlgriff. Hätte nicht sein müssen. Aber ich finde es toll, dass ich mit meinem Freund überall Spaß haben kann. Wir machen uns immer gute Laune und können überall lachen. Das ist echt schön. Das war's auch schon. Das waren einige Looks aus meinem Leben und einige Erinnerungen, die ich echt toll finde. Es hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt hier die Glamour abonnieren und hier einige weitere Videos anschauen. Und ich verschwinde jetzt. Tschüssi. Das hebe ich aber wieder auf. Ne? Das hebe ich wieder auf. So.